Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Ingo und Thüringen. Aufnahmen doch vergessen. Nicht so tragisch. Wir ernten bei der Hafe. Hab's das erledigt. Und jetzt werden wir den Hafer an die Wäsche gehen. Der fährt nun weiter. Ist auch okay. Das ist Folge Nummer 6. Allen schönen Dienstag. Warum fährt er so weit links? Und 13 Meter auch nicht richtig gemacht. Verschenkt er ja einen halben Meter. Also hier fällt fast vom Meter. Gut. Der Kurs ist ja nicht gespeichert. Erntekurse, die auch zu nicht mehr speichern. Weil im Grunde, wenn ich jetzt neue Maschinen habe, habe ich andere Arbeitsbreiten und dann ist es günstiger, man von vornherein einen neuen Kurs. So, wäre der auch leer. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten hin. Der bleibt meines Wissens aber stehen. Der blaue ist auch schon da, der LKW mit dem blauen Anhänger. Können wir hier mit voller Kraft zur Hauptsache fährt nicht los jetzt. Hey, der ist so eingestellt. Jo. Nun kommt bald Season. Das heißt, rein rechnerisch eine Folge noch. Die übernächste müsste bald bereit sein. Müsste. Beziehungsweise ich werde die Folge so lange machen, bis es dann erledigt ist. Aber die eine mache ich jetzt noch im Zeitrahmen. Wie vorgesehen. Die nächste machen wir dann entsprechend. Der geht genau an der Kante. Der andere macht. Wer weiß. Das ist wahrscheinlich der halbe Meter, der entsprechend auf der einen Seite. Bisschen mehr, naja, gut, auch nicht so tragisch. Können wir nur nicht ändern. So dicht daran geht's nicht mehr, ne? Hafe! Heißt zwei Runden 100.000 Liter, ne? 100.000, war ja nicht voll. So. Das ist typisch. Na komm, dicht daran muss schon sein. Sieht doch so blöd aus. Sollte schon mit reinfallen. Vollgas, Junge, Vollgas. Streamlabs hat eine Nutzung von 7,5% vom Prozessor oder 18% zurzeit das Spiel und die Grafikkarte hat knappe 70% vom Spiel und knappe 16% von OBS. So, frag mich nicht, warum es so ist, weil es auf einem anderen Bildschirm dargestellt wird und der auf 4K läuft. Könnte eine Option sein, ne? Na, wir wollen den roten nehmen, ne? Sonst hat er immer ein Problem. Bleib nicht stehen, du. Nehmen wir erst den roten. Wo der auch noch nicht voll ist. Und den kann ich ja, kein Wunder, hätte auch nicht volle Leistung, ne? Aber den kann ich bei einer Fahrt abnehmen.
Ich hätte mich beinahe beim Spielstart vorhin, ganz am Anfang zur ersten Folge heute, beinahe Season aktiviert gehabt. Das hieße, es wäre ein Schlag, wäre der Spielstand im Arsch gewesen, in Anführungszeichen. Die Ernte wäre futsch und konnte noch rechtzeitig Dinge installieren. Dann wäre das nämlich jetzt die ganze Ernte weg. Ich meine, das wäre auch nicht tragisch, würden wir auch überleben. Nur bis zur nächsten Ernte und Verkauf dauert ein bisschen länger, ne? Und da haben wir kein Lager. So wenig drin haben, dann verdienen wir kein Geld. Und das wäre den Augenblick Verluste, ne? Wir haben ja auch Kosten für Dünger und für Saatgut, das ist das Problem. Und Lohnkosten haben wir auch und dann geht es irgendwo in eine Nasse rein, ne? Schuldenfrei sind wir auch nicht. So, noch nicht noch leer und dann geht weiter. Folge Nummer 6. Drei kommen noch, also kriegen wir das noch in der Reihe. Es war bis zum letzten beengt am Freitag oder Donnerstag, aber wir kriegen da hin. Komische Flanke. Ja, dann haben wir da voll. Dann können wir mal die anderen zurückfahren. Dann können wir den Kurs lassen. Verlassen wir den Rechner ein bisschen weniger, ne? Obwohl das minimal. Müsste eigentlich Feld Nummer 38 kalt sein. Das könnte theoretisch sein. Nein, muss nicht. Am Glück. Nicht wegen der Arbeit, wegen der Kosten. So. Das haben wir aktuell. Warum fährt er jetzt so blöd nach vorne? Noch zwei Fortrunden angehen. Na, lassen wir raffen. Oh, Gegenverkehr. Das ist Kursplay, das ist gefährlich. Hat seine Runde geschafft. Ja, zwei übertrieben, aber der eine ist zu wenig, der ist zu wenig, der ist zu wenig. Geht ein Anhänger so wenig rein. Aber das ist ja so ein idealer Fahrzeug zum Verkauf. Da kann er ruhig ein paar Runden fahren, ne? So. Wir fahren immer zum Hof. Vom Waschplatz. Wir können ja auch in Zukunft mit Kalkstreuer düngen. Ich spiele ihn schwarz. Auch nicht so interessant. So, hier ist der Waffplatz. Vorübergehend. So, mal ganz kurz gucken. Kann man nicht erkennen. Sollte eigentlich wieder bereit sein. Ja, hey. Ja, ja. Ach, die waren schon zwei Runden gefahren. Ah, deswegen. Oh, dann sieht das mal ganz schlecht aus. Dann könnte halt noch die Runde klappen. Das heißt, die Runde wird so lange gemacht, die Folge bis es erledigt ist. Hoch runter geht der wird schneller. Manchmal. Manchmal, immer.
Der erste ist bei 42%. Ein bisschen komisch, ne? Dann haben wir ein bisschen Zeit. Beziehungsweise andere arbeiten vor uns. Die müssen nämlich zurückfahren. Hat's ja auch nichts. Später brauchen wir die Fahrzeuge. Hundertvierundneunzigtausend. Ich glaube, für 60 muss auch nicht geklappt werden. Das wird mir auch nicht tragisch, weil das kann man auch, ja, das liegt aber jetzt daran, dass ich das nicht sehen kann und außen an sich fahre, da sieht man das so schlecht in der Kurve. Wenn plötzlich ein Baum im Weg ist, dann sieht man nicht mehr. Und blind fahren ist immer ungünstig. Vollgas, Junge, Vollgas! Oh, ja. Werde morgen nicht so früh aufstehen. Werde ich ausschlafen. Dann werde ich duschen, weil nachts dann so warm ist. Und dann fahre ich ins Autohaus. Also kurz Termin geben für Klimawarte und Urlaubscheck. Das kann natürlich irgendwann nachgefüllt werden. Entschuldigung. Garantiert, 100%ig. So. Das sieht gut aus. Ja. Da wollte ich gucken. Also, ach, war ja fertig. Ah, das stimmt ja. Auf jeden Fall nicht gucken, habe ich schon. Habe ich theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, auch mit der Druck voll fast zu arbeiten. Gut, dann machen wir 4 Mal fertig und das dann entsprechend. Dann laden wir das machen gleich. Das machen wir gleich. Wo steht er? Ja. Wer muss dann laden werden? Der schwarze oder der rote? Schwarze steht, glaube ich. Ne, der arbeitet. Der rote steht. Natürlich in lauernder Bahn. Und das mit dem Auto egal. Normalerweise fährt er rechts an, aber wahrscheinlich, weil der Feldrand ist, geht's nicht. Aber ich mach mal eine Ausnahme. Bleib mir jetzt stehen, du Sau. Ah, geht's doch gar nicht. Die wir rausgekriegt.
70% hat er noch. Dann meckert er bald wieder. Naja, gut. Nächstes Mal mache ich 3 Vorgewände. Das ist besser. Ja, ein paar Flächen haben wir verschenkt. Ein paar kleine Helmchen. Ich meine, die Frusterstellung ist ein bisschen übertrieben. Das Getreide wäre dann auf der Erde. Ja, gut. Aber es wäre nicht so extrem kaputt. Das würde sich nie auflösen. Aber wahrscheinlich geht das nicht anders zu lösen. Ich bin sehr gespannt, was ich für 21er. Ob das gleich mit Ziesen mit drin ist. Ein Fabrikmod wird ja nicht kommen, wenn drin sein, sondern wird immer extra kommen. Aber das ist ja auch eine Arbeit, wenn die fast ein Jahr brauchen, um das dazu. Ja, es ist ja alles kostenlos und Anführungszeichen alles in der Freizeit. Ne? Und ich habe vom Programmieren keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie viel Arbeit muss. Aber wenig garantiert, denn das soll ja auch laufen. Ne? Überlegst, das kommt jetzt, das System kommt raus, praktisch gesehen in 3/4 Jahr nach Erscheinung, nach Erscheinen des Spiels, das heißt auf gut Deutsch, kannst du ungefähr 1 Jahr mit daddeln und dann kommt das Neue und dann geht wieder von vorne los. Und wer will das Alte noch spielen, wenn das Neue schon da ist? Oder würde ich wahrscheinlich eher überlegen, ein bisschen abwarten werde. Die werden mir kein Spiel schicken, denke ich mal nicht, glaube ich nicht. Ach, muss ich auch nicht haben. Das gilt dann immer eigentlich. Sei denn, in einem Jahr geht es hoch auf 1000 Abonnenten, ne? Oder so, ne? Aber gut, man darf ja mal träumen, ne? Blocking. Der zweite ist auch praktisch voll. Zurückfahren. Und dann warten, bis der Schwarte kommt. 90.000. Da kann es von ausgehen, dass wird nicht ganz hinkommen. Wir werden uns wohl zurückfahren müssen. Muss dann laden werden, ja klar. Bin noch da, bin noch da. Wollen wir den Drescher einen Namen geben, ne? Paul und Fritz oder so. Dann weiß man, woran man ist. Oh, man hört nichts, ne? Ja, ja. Na, wird eine Folge werden. Das war nix. Das war zu viel. Voll ist er, voll. Überlänge bringt ja auch nichts. Ja, mal Klappe auch machen. Können wir auch von da ranfahren. Von der anderen Seite. Bin ja gespannt, ob hier alles präzise funktioniert. Probespiel schon habe ich schon gemacht. Mal schauen. Werden wir bald wissen. Eine Folge haben wir noch zu tun.
packen die weg. Länger machen? Na, heute nicht, ne? Liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke auch fürs Zuschauen. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo, ein Like. Und seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.